eine Woche noch. Bis zum großen Derby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt für Henning Bürger und den FC Carl Zeiss Jena. Erstmal ging es nach Berlin zur Viktoria, bei der Niklas Petsch im Tor sein Regionalliga-Debüt gab aus der eigenen U19. Und er sollte gut beschäftigt werden an diesem Nachmittag. Gerade mal 4 Minuten rum. Carl Zeiss Jena richtig gut drin im Spiel. Und nach 4 Minuten die Führung durch Cemal Sezer. Er traf beim 3:1 letzte Woche gegen Hertha BSC 2. Hier die An- und Mitnahme. Überragend. Genauso der Abschluss rein ins Eck. Sein drittes Saisontor. Er kommt immer besser in Fahrt im Trikot des FC Carl Zeiss. Nächstes Beispiel, die Ecke von Petermann. Und da ist er wieder, Cemal Sezer. Und Viktoria kriegt es gerade so noch geklärt vor der Linie. Petsch mit den Flutschfingern, aber noch gerettet. 17. Minute, wieder Ecke Petermann und wieder Cemal Sezer. Eine einstudierte Variante. Er wusste, bei wem er sich bedanken musste. Sezer, 4. Saisontor, den Doppelpack geschnürt, schraubt sich dort hoch. Jena in allen Belangen überlegen. Sie überrannten Viktoria teilweise, machten, was sie wollten. Viktoria kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe und Carl Zeiss Jena mit dem nächsten Treffer. Elias Löder in der 28. Minute mit dem 3:0. Löders 15. Saisontor, sehr sehenswert. Er jetzt alleine an der Spitze der Torjägerliste. Es passte einfach alles zusammen beim FC Carl Zeiss Jena. Sie konnten ja vorbeiziehen mit einem Sieg am FC Rot-Weiß Erfurt vor dem direkten Duell in der nächsten Woche. Und das nahmen sie als extra Motivation. Justin Petermann mit dem 4:0 in der 36. Minute. Jeder Schuss, ein Treffer und ein natürlich völlig gebrauchter Tag für Niklas Petsch, den jungen Mann in seinem ersten Spiel zwischen den Pfosten bei der ersten Mannschaft, kann hier nur hinterher schauen. Semi Keskin reagierte nach diesem 4. Gegentor, nahm gleich 4 Mann auf einmal runter, dementsprechend die Minen. Und Henning Bürger coachte so ein bisschen mit Auge, nahm Halili, Sezer und auch Schau vom Platz. Sie alle hatten 4 Gelbe vor diesem Spiel und sind nun also sicher dabei in der nächsten Woche beim Highlightspiel gegen Erfurt. 2. Halbzeit, das ist Ska Kuhn und dessen Eingabe, die rutscht durch und da ist er. Der Treffer für Viktoria Berlin. Sie konnten also doch noch jubeln an diesem Nachmittag. Der rutscht unglücklich durch aus Sicht von Carl Zeiss Jena. Striezel ein bisschen zu spät, schubst dann noch Hebisch und Kunz irritiert, kann dann nur hinterher schauen, wie der Ball ins Tor eiert. Nochmal Carl Zeiss Jena mit der Flanke von Verkamp und auch das noch der Fehler von Petsch segelt unter der Flanke durch. Und dann sagt Elias Löder Dankeschön. Auch der Doppelpack für ihn. Also jetzt bei 16 Saisontoren Elias Löder. Gute Flanke von Verkamp. Es war der Schlusspunkt in dieser Partie. Jena überragt, gewinnt 5:1. Ist zum 4. Mal in Folge ungeschlagen und bereit fürs Derby. Carl Zeiss nahm Viktoria auseinander. Wir müssen uns halt ankreiden, dass uns heute in der ersten Halbzeit leider das, was uns ausgezeichnet hat, die Mentalität, die Gier, die Zweikampfhärte, die war einfach nicht da. Und ich glaube, deswegen waren wir auch so ein bisschen gezwungen, in der zweiten Halbzeit nochmal Volldampf zu machen. Es klappt ja anscheinend auch, aber die erste Halbzeit war definitiv zu vergessen. Das war einfach heute ein Totalausfall, das wissen wir alle. Das ist einmal passiert, das darf kein zweites Mal passieren und den Rest muss Trainer analysieren, das werden wir aufarbeiten und nächste Woche geht's weiter. Ja, wir haben uns absolut in einem Flow gespielt, haben auch die letzten Spiele eigentlich schon gezeigt, dass der Trend bei uns ganz klar nach oben geht und haben uns in der ersten Halbzeit klar belohnt. Wir sind unglaublich aktiv, wirklich ins Spiel gegangen, auch ins Spiel gekommen. Es hat viel funktioniert, wir haben viele Duelle entscheiden können und das war dann, glaube ich, der Schlüssel, dass wir auch gut Fußball gespielt haben und auch sehenswerte Tore geschossen haben. Und dann ging der Blick Richtung Derby gegen Rot-Weiß Erfurt. Die Kurve machte die Spieler heiß. Die hier uns supporten und anfeuern, das ist schon sehr stark und jetzt auch nach dem Spiel dann
Ich glaube, nach dem Spiel war es klar, dass da gute Worte kommen und die haben wir uns auch verdient und wir wollen da einfach was zurückzahlen, dass sie uns hier zahlreich unterstützen und das nächste Woche mit einem Derby-Sieg. Carl Zeiss Jena ist bereit für das Derby gegen Erfurt.